einfach mal schön mit dem geilen Belaya-Setup auf kleine Fischis gehen und auf dicke Brocken. Mit dem Belaya-Setup und dem einfachen Spinner am Koori angeln. Ja, mit dem Belaya-Setup kann man natürlich nicht nur am Belaya angeln. Das geile Wurfgewicht des Belaya-Setups und die geile Tragfähigkeit dieses Setups ist natürlich auch geeignet, um damit am Koori zu angeln. Und da stehe ich jetzt gerade und zuppel hier gerade einen der billigsten Köder durch, die wir im Game haben. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen langsamer, gerade war auf langsam deutlich mehr Frequenz. Und zwar dem Ersatzköder, dem ollen UDSSR Spinner, den man bekommt, wenn man nichts mehr hat. Wenn man quasi blank ist. Ein oller Aaland, Alter. Wenn man quasi blank ist und sich eine Ersatz-Spinning-Route holt, dann bekommt man diesen rudimentären Köder. Diesen einfachen Spinner. Gucken wir gleich nochmal eben rein. Wenn du nicht genau weißt, wo, ab zum Waldsee reisen. Ist ja easy gemacht. Also Waldsee und hier an der Hütte einfach mal direkt davor stellen. Da kommt so ein Auswahlmenü, genau wie beim Shop auch. Und da hat man dann die Auswahl, möchte man ein Posen-Setup haben, Ersatz-Set oder ein Spinning-Set. Und dann bekommt man da, wie gesagt, den UDSSR-Spinner, den ich jetzt gerade hier drauf habe. Was macht man dann damit? Man schnappt ihn sich, man setzt da einen vernünftigen Haken dran und dann lüppt der Lachs. So, jetzt ziehen wir den mal eben hier rein und dann suchen wir uns gleich aber nochmal eine etwas andere Stelle. So sieht das Ding hier aus. Da ist es im Detail. Ein einfacher, so ein einfaches Blechdingen mit einem natürlich verbesserten Haken, den ich hier gerade dran habe. Ich habe hier einen 1-0er Haken dran. Ich denke aber auch, dass sowas wie einen 1er Haken, eine Nummer kleiner, auch durchaus hier einen schlanken Fuß dran macht und bestimmt irgendwie eine ganz gute Wirkung entfalten kann. Aber das Gerät ist nicht zu unterschätzen. Also den normalen Spinner einfach mal testen. Ich stehe jetzt hier seit ein paar Minuten. Es ist gerade hell geworden hier an dem Gewässer. Und ja, so sieht es gerade aus. Erstmal gerade eine Seefo gefangen. Direkt hinterher eine Zwergmarinen-Trophy gefangen. Kleine Zwergmarine, eine Seewarnforelle gerade noch schön reingegangen. Und jetzt gerade halt zum Start des Videos, wie soll es auch anders sein, erstmal nichts. Ja, und jetzt muss man hier halt ein bisschen testen, ne? Weit raus damit, das ist eben das Schöne, mit unserem geilen Belaya-Set kommen wir halt weit genug raus. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen durchziehen und kurbeln und verschiedene Geschwindigkeiten testen. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen das A und O, dass man mit verschiedenen Geschwindigkeiten mal ein bisschen rum, zack, da ist schon was dran, bisschen rumprobiert und versucht eben die verschiedenen Fische, die hier drin sind, zu triggern. Man kann auch hier einfach mal absinken lassen. Absinken lassen und dann erst anfangen zu kurbeln. Also manche, ne, da geht halt diese große Spielerei jetzt hier beim Spinning los. Beim Angeln am Belaya ist es ja eigentlich immer nur das Durchziehen, Durchziehen, Durchziehen. Vielleicht auch da ein bisschen mit dem Tempo spielen und hier deutlich mehr Möglichkeiten. Riesenvorteil hier an diesem Gewässer, wenn ihr hier steht, oh geil, nächste Seewarn, mehr von den Schlingels, aber auch gerne in groß. Vorteil hier an dem Gewässer ist, man hat super klares Gewässer und man kann gerade als Anfänger genau betrachten, wie verhält sich der Spinner, der Blinker, den Jig. Wie verhält sich das hier im Wasser? Welchen Einfluss hat es, wenn ich einfach mal die rechte Maustaste ziehe auf den Köder? Was macht der dann vorne? Man sieht das jetzt hier vorne so ein bisschen gerade, da kommt er ja an. So. Und man sieht wieder, wie langsam der eigentlich absinkt. Und wann blinkert er richtig? Wann kommt er denn da richtig ins Trudeln, ins Spinnern hier richtig rein? Auch das ist halt super wichtig. Ich versuche ja immer beim Durchziehen hier, dass er sich richtig schön bewegt. Da versuche ich ja eigentlich immer
Ich werfe mal hier vorne hin. Sieht man das hier? Ah, fast zu dunkel, ne? Aber ich versuche eben immer, dass die Köder... Guck mal, der dreht sich gar nicht. Sondern da gibt es eben für mich immer so diese Geschwindigkeiten. Jetzt versuchen wir das mal hier vorne. Kriegen wir das hier jetzt hin? Ich versuche immer... Ja, jetzt kriegt man hier so ein Flackern. Hier unten in der Action Bar, in der Mitte, ist dieser kleine Strich. Und wenn der so flackert, dann dreht sich der Spinner eben auch richtig. Auch mal ein bisschen. Zack. Jawohl. Und dann triggert das eben die Fische viel mehr. Und das ist halt immer so ein bisschen... Es ist schwierig, weil es gibt keine pauschale Aussage. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, allen... Nimm doch einfach Geschwindigkeit, jetzt hier in dem Fall gerade 17, weil du müsstest exakt das gleiche Setup haben mit genau der gleichen Schnur, dem gleichen Vorfach und dem gleichen Haken auch noch und so. Also es muss halt gewichtsmäßig und so alles stimmen, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt ungefähr das gleiche Set, dann sollte es bei dir ungefähr auf dem Tempo gehen. Wenn du das Belaya-Setup hast, ich meine, das empfehle ich ja schon seit Jahren, weil es einfach... ein sensationelles Set ist für unter 1000 Silber. Es gibt ein extra Video noch, oder es gibt mehrere Videos dazu, wie man das zusammenstellt, wo man das kauft und so weiter. Gerade eben im Low-Level-Bereich ab Level 12 absolut lohnenswert, da reinzugehen. Und vor allem kann man es eben auch lange noch bis ins High-Level immer noch verwenden. Ich bin jetzt über Level 41 und verwende diese Route immer noch, weil es auch super günstig ist zu reparieren und weil man eben eine super große Spanne hat an Ködern, die man auswerfen kann. Wurfgewicht 3 Gramm bis, waren es 18? 3 Gramm bis 15 Gramm. Und das macht es eben aus. Ne? 3 Gramm bis 15 Gramm, super entscheidend für eine ganz große Spanne an Ködern, die man hier rausballern kann. Und was eben das A und O ist, sind diese 3 Gramm Wurfgewicht. Und ja, was natürlich auch praktisch ist, das Ganze ist recht günstig. Also unter, ich meine, 900 noch was Silber. Unter 1000. Was man natürlich auch machen kann. Also das hier ist eine Möglichkeit jetzt hier mit diesem kleinen Spinner. Ihr könnt natürlich auch hier so hinwerfen. Zack. Ihr seht, wie schön weit das Ding damit rausgeht. Wie weit man werfen kann. Tempo passt. Wenn das hier so schön am Flickern ist da unten, zwischendurch einfach mal Shift drücken. Also 5-6 mal kurbeln, Shift drücken. Dann habt ihr hier schnelles Einkurbeln stehen. Dann hört man wieder auf mit dem Shift drücken, zieht weiter durch. Wieder 5-6 mal kurbeln und dann könnte man wieder Shift drücken. Zack, schnelles Einkurbeln. Auch gerne mal kurz vor Ende einfach mal nicht direkt durchziehen. Zack, guck mal hier, absinken lassen. Auf einmal triggert es einen Fisch. Es muss ja nicht immer nur ein Oller Barsch sein, es können auch andere Fische getriggert werden, die dann genau in dieser Absinkphase sich denken, boah geil, Alter, jetzt schlage ich aber mal zu. Oder die quasi einen Meter vorher, zack, schon getriggert werden. Die Fische schwimmen aber erst hin zum Köder und brauchen halt eben noch ein bisschen Zeit, bis sie da sind. Und stell dir mal vor, der wird jetzt getriggert, der Fisch, du ziehst jetzt einfach durch und ran. Und er hat gar keine Zeit mehr, an den Köder zu kommen und zuzubeißen. Wäre halt schade, ne? So, kleine Barsche wollen wir hier nicht. Wir werfen mal in diese Richtung aus. Zack, und ab geht es. Schön raus. Tempo passt. Bin ich ganz zufrieden mit gerade. Schön locker flockig durchziehen. Wie gesagt, man kann auch einfach anhalten. Vielleicht sogar den Bügel aufmachen und absinken lassen. Wenn ihr sowas macht, zur Kontrolle, ob da währenddessen was anbeißt, ich... drück hier, ihr seht es hier in der Mitte, kommt immer diese 17 Einholgeschwindigkeit. Ich drücke die ganze Zeit R. Wenn ein Fisch dran ist und man drückt R, kommt ja die Warnmeldung. Hier, zack, ich drücke wieder R. Ja, also das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass ein Fisch dran ist. Auch wenn ihr beim Grundangeln oder sowas, wenn ihr euch nicht sicher seid, ist da wirklich was dran. R drücken, dann kommt die Fehlermeldung unten. Und dann, whip, lüppt der Lachs. So, und raus damit. Also, ganz einfaches Setup jetzt gerade hier. Was mich gerade übelst gefreut hat, jetzt schon mehrfach eben die Seewarnforelle. Seewarnforelle, einer der ergiebigsten Fische hier. Recht selten, schwierig zu bekommen, aber eben auch sensationell. Seefo, einer der unergiebigsten Forellenarten.
kann aber auch recht kampfstark sein. Gerade auf diesem leichten Setup hier. Ich stehe hier gerade mit 6,9 Kilo Vorfach, 7 Kilo Schnur. Das Ganze ist hier schon gepimpt auf 8 Kilo. Wenn das hier, wenn ihr noch ein bisschen feiner und leichter unterwegs seid, ich meine auch mit 5, 6 Kilo, kann man hier natürlich einfach stehen, ohne Probleme. Aber das schmeckt. Ich teste gleich nochmal ein bisschen andere Köder. Sowas wie ein Topwater zum Beispiel kann man natürlich testen. Natürlich kann man auch einfach sämtliche Köder testen, die ihr gerade am Belaya verwendet. Nicht irgendwie extra neue Sachen kaufen. Das Set jetzt hier gerade, wie gesagt, mit dem ODSSR-Spinner, den kriegt man ja, wie gesagt, gratis. Nur einen vernünftigen Puschelhaken da dran machen. Da ist von Natur aus halt so ein richtig räudiger, abgeranzter Haken dran. Den auf gar keinen Fall verwenden. Da bricht euch ratzfatz der Haken einfach nur ab. Und ansonsten, ja, wie gesagt, den vernünftigen Haken dann dran bauen. Ich guck mal eben ins Inventar. Suchen. UDSS. Ja, das ist die alte Rolle. Die repariert man auch nicht mehr. Das war alles mal. Und hier, ja, ich habe noch einige rumliegen. Also, da ist er. Das ist der räudige, angerostete Haken. Will man nicht. Finger davon. Braucht man garantiert nicht. Alter, so ein Dingen. Katastrophe. Direkt wegschmeißen. Also, Puschelhaken dran. Einserhaken zum Beispiel, sieht auch gut aus. Gar nicht 1-0, Einserhaken sieht richtig gut aus. Wurfgewicht ist dann entscheidend. Wir kommen vom Gewicht her genau auf 3 Gramm. Also, exakt passend für unsere Route mit dem Haken. Und, ja. Puschelhaken da dran, mit dem Gewicht, perfekt. Heißt also, wir ziehen hier mal eben rein. Hier ist ja der 1-0er gerade drauf, ein bisschen groß. Und wir ziehen einfach nochmal entspannt hier durch. Und dann lüppt das. Apropos durchziehen. Schon gesehen? Ich kurbel einfach ein, Alten. Ohne, dass ich was drücke. Automatisches Einkurbeln. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, wie das funktioniert. So, ich ziehe mal eben durch. Komm ran hier. Und dann wechsle ich jetzt nochmal eben den UDSSR auf den mit dem... Hier, 3 Gramm exakt. Das ist er. Exakt 3 Gramm. Und wir gehen mal hier vorne hin. Zack, raus damit und einkurbeln. So. Und es flackert schön. Ja, wie gesagt, zack und bis. Was man eben machen kann oder was halt wichtig ist, Variationen reinbringen. Ne? Geschwindigkeiten variieren, je nach Wetter muss man das ein bisschen machen. Wenn es warm ist, vielleicht mal ein bisschen langsamer testen. Wenn es sehr kalt ist, vielleicht einfach mal auch schnell testen, auch mit den Uhrzeiten. Aber das kann man ja, weil das ja hier mit jedem Wurf immer wieder neu ist und verschiedene Richtungen und so weiter. Das kann man ja ständig variieren. Da kann man ja ständig was Neues ausprobieren. Und wenn ihr an einer Stelle, so wie hier gerade, auswerft und ihr habt schnell direkt einen Biss, sofort ungefähr merken, wo das ist, immer wieder an der gleichen Stelle testen. Guck mal, da sogar eine Regenbogenforelle auf den ollen UDSSR-Spinner, Alter. Das ist ja ein Dicken. Kleine Regenbogenforelle, aber immerhin Regenbogenforelle. 845 Gramm, vielleicht geht da ja noch mehr. Zack, und auch wieder reinziehen. Die nehmen wir doch gerne mit. Und wieder variieren. Schnelleres Einkurbeln und wieder ganz normales Einkurbeln. Ja, so läuft das, so kann man das machen. Das ist halt so die wichtigsten Basics. Ihr könnt natürlich genauso auch rumhantieren mit kleinen Blinkern. Zählt für mich genau das Gleiche. Ob das jetzt wirklich einen riesen Unterschied macht, für mich ist es ein Unterschied, für mich ist es einfach eine Geschwindigkeit zu sagen, okay, in der Geschwindigkeit flackert dieser Köder hier hervorragend. Das heißt, ich teste diese Geschwindigkeit in jedem Fall, allerdings teste ich auch langsamer und auch schneller als diese Geschwindigkeit. Auch das wird alles getestet, aber in jedem Fall teste ich immer diese Geschwindigkeit, dass in der Mitte dieser kleine Balken hier, dass das so ein bisschen Spiel hat. Und das zählt genauso mit einem Spinner, mit einem Blinker, auch mit einem Wobbler, wenn man einfach nur durchzieht. Dann auch da will ich halt so ein bisschen Action haben da dran. Und auch da muss ich das natürlich dann testen. Ganz klarer Fall. Was man halt auch machen kann, ist, wie gesagt, gerade mit einem Blinker ziehen, 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 absinken lassen. Also wirklich dann
Zeit lassen zum Absinken. Es gibt einen mittlerweile schon fast in die Jahre gekommenes langes Tutorial-Video von mir. Ultimativer Spinning Guide, so in die Richtung. Heißt er so? So heißt er. Also alles rund ums Spinning. Geht recht lang, aber da werden auch tatsächlich auch hier an dem Gewässer alle Spinning-Methoden Stück für Stück besprochen, auf was man da achten muss. Da auf jeden Fall mal reinschauen, wenn es dich weiter interessiert mit dem Spinning. Und ich werfe jetzt hier gerade echt einfach alle Richtungen ab, ne? Ja, kommen wir nochmal zum automatischen Einkurbeln. Hatte ich irgendwann mal für mich entdeckt, als ich einfach tatsächlich nach dem ersten Jahr in R4 extreme Schmerzen hatte im Zeigefinger. Und da musste ich was ändern. Und ich habe mir einfach aus Zufall, ich habe einfach gedacht, komm, ich lege mir Einkurbeln hier auf die Null und kurbel dann einfach entspannt mit 2, 3 Fingern ein. Ah, und dann habe ich sie auf den Nummernblock und kann einfach einkurbeln. Mann, 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 gerade wenn man so einen fetten Drill hat und der Fisch, der kämpft so stark, man drückt immer doller auf die Tastatur, Alter. Auf die Maus. Und das war halt räudig. Und dann irgendwann, wenn man schnell einkurbelt hier, und dann lässt man aus Versehen die Null los und dann erst die Shift-Taste, hoppala, dann kurbelt der ja weiter. Das ist ja ein Ding, Alter, das ist ja, wie kommt denn sowas? Und wenn man dann die Null drückt, hört er wieder auf. Und wenn man dann die Null wieder drückt, dann kurbelt er weiter. Null, Shift, Null loslassen, Shift loslassen und er kurbelt. Das Ganze muss man natürlich vorher einstellen. Und zwar hier in den Einstellungen unter der Steuerung. Primäre Aktion, hier Nummernblock 0. Hier die Kommastelle habe ich auch hier drin. Das heißt, wenn ich dann mal die rechte Maustaste drücken will, sozusagen. Also ich werfen wir mal einfach hier so hin. Zack. Also normales Auswerfen. Jetzt mit der Null-Taste. Zack. Kurbeln. Kurbeln. Jetzt kann ich hier rechte Maustaste drücken. Muss man nicht, aber ist halt nice to have. Und wenn man dann kurbelt, plus Shift, loslassen, loslassen, lübt der Lachs. Wichtig, Bremse, die muss passen. Ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Da ist auf einmal einer dran, schnell die Bremse runterdrehen, weil aus Versehen zu hoch. Also vorher die Bremse richtig einstellen, nicht, dass euch da irgendwas kaputt geht. Genauso wichtig, wenn das aufhören soll, Nulltaste drücken. Wenn das weitergehen soll, Nulltaste, Shift, Null, Shift, dann lübt das wieder. Oder einfach aufhören und ist was dran, dann kann man wieder an die Maus wieder gehen und weiter rausziehen. Also, so viel zum Spinning und zum automatischen Einkurbeln. Geht bei mir ratzfatz, klack, klack, drücke ich mit mittlerweile in Windeseile. Ganz wichtig für mich auch immer am Belaya das Angeln, wenn du da wirklich 2, 3 Stunden stehst und du bist immer nur am Einkurbeln und immer nur am Einkurbeln, Alter, ohne Scheiß. Mittlerweile keine Schmerzen mehr im Zeigefinger, aber es war tatsächlich vor Jahren extrem, keine Ahnung, was das war, Sehnscheinentzündung oder was, aber wer ist schon so bekloppt und presst stundenlang seinen Finger auf irgendwas Hartes? Das muss man halt machen, gerade wenn man einen fetten Wels drillt oder so. Und mit der Methode kann man dem ein wenig entgehen. So. Weiter rausziehen. Ich teste jetzt hier gerade bei dem Regenwetter gleich noch verschiedene andersfarbige Köder. Apropos andersfarbige Köder, auch hier ganz wichtig, wenn ihr Budget, Low Budget unterwegs seid, gönnt euch anfangs bei den Kunstködern, also natürlich hier ODSSR, aber eben auch diese Serie hier. Na, wo ist sie denn? Da, Dragonfly Bell Serie 1 bis 7. Super genial. Großes Wurfgewicht, also 6 Gramm Wurfgewicht. Funktioniert trotzdem hervorragend am Belaya, auch am Koori. Könnt ihr auch fürs Schleppen verwenden und so weiter. Und ihr habt hier ein bisschen verschiedene, unterschiedliche Farben. Auch was Schwarzes dabei, auch super wichtig. Und die liegen alle so bei 5, 6 Silber. Nochmal wichtig, wo wir gerade beim Kaufen und Gönnen sind, nicht hier am Koori kaufen. Koori, keine gute Idee. Es gibt im Discord eine Liste zu den verschiedenen Shops, wie da die Preise sind. Link zum Discord unterm Video. Da vielleicht einfach mal reinschauen. Günstigster Shop wäre quasi, oder mit einem Normalpreis wäre es der Wolchow.
Hier ist man, glaube ich, bei 130-140%, 100, ich weiß es nicht genau, müsste ich gleich nochmal in die Liste gucken. Viel zu teuer auf jeden Fall. Hier kauft man nicht ein, es sei denn, man hat keine anderen Sorgen mehr und genug Kohle. Aber auch dann nicht, aus Prinzip. Also, entweder zur alten Festung oder vielleicht, wenn ihr schon könnt, ab Level 20 zum Wolchow und da dann shoppen gehen. So, rausziehen ihr Lümmels, macht euch hier einen schönen entspannten Spinning-Tag, ein entspanntes Spinning-Wochenende mit feinem, leichten Setup am Koori. Schön skillen, auch das funktioniert hier hervorragend auf Spinner. Petri, wenn ihr das Ganze geholfen hat, gern einen Daumen da lassen fürs Video und einen Kanal abonnieren für mich. Dankeschön dafür und wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.